Ja, Kapitel 12, Tod im All. Wir befinden uns jetzt auf der Kolonie auf Aegis 7 und ja, ich kann ja schon mal so viel spoilern. Es ist das letzte Kapitel. Isaac, hol den Marker mit einer der Frachtplattformen aus dem Shuttle. Gut, dann mach ich das. Ja, Nicole ist auch da. Wissen wir jetzt ja höchstwahrscheinlich schon alle. Nicole ist definitiv eine Wahnvorstellung. Also ich denke mal nicht, dass sie echt ist. Das bezweifle ich jetzt mal ganz, ganz stark. Wir sammeln jetzt erstmal hier überhaupt allgemein alles Mögliche ein, was wir so kriegen können. Und dann kümmern wir uns eigentlich um die Hauptaufgabe, warum wir überhaupt auf dieser Kolonie sind und überhaupt und bla. Kendra und Hammond sind ja leider, verhindert. Beziehungsweise Hammond ist eigentlich verhindert und die liebe Frau von und zu ist ja leider, sie ist mit einer Rettungskapsel geflohen und ist nun weg. Man weiß nicht, was mit der ist, sie ist weg und das war's an sich. Sie ist entweder, also sie wollte ja eigentlich den Marker mit dem Shuttle hier, mit dem Shuttle hier halt irgendwie, zur Erde bringen, so wenn ich das richtig verstanden habe. Also wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt holen wir uns erstmal den Marker. Und da hinten befindet sich ja auch ein bisschen was, das habe ich ja schon mitgenommen. Sollte man auf jeden Fall nicht vergessen, das vergisst man höchstwahrscheinlich öfters. Also beim ersten Spielen habe ich das auch nicht mitgenommen, weil, ist halt nicht offensichtlich, dass man da hinten irgendwas finden könnte. Der Marker, man hat ihn noch nie gesehen. Ach Quatsch. So, Aufgabe hinzugefügt, da können wir eigentlich auch mal wieder reingucken in die Karte. Da befindet sich ja auch die ganzen Aufgaben. Ist ein bisschen laut hier. Ja, also super gemacht. So, jetzt können wir das Ding nämlich weiter da hinten hinschieben, da wo Nicole jetzt zurzeit steht. So, folgendes. Wir haben folgende Aufgaben. Tür zum Verfolgung, vor allen Dingen Versorgungslager öffnen. Mensch, Tür zum Versorgungslager öffnen. Das Dingen, da vorne, dieses, eine Tür ist das nicht unbedingt. Das ist eigentlich mehr so ein, ein Tor halt anstatt eine Tür. So, Marker zum Sockelstätte, zur Sockelstätte bringen. Das tut schwer. Befinden uns gerade auf dem Landeplatz und bringen jetzt erstmal den Marker nach hinten. Könnte jetzt wieder ein bisschen lauter werden. Ah, es geht eigentlich. Ich hoffe, man kann mich noch hören. Erstmal ab nach Nicole. Hi Nicole. Ich muss mal kurz die Seite wechseln. Hat Gründe. Und zack, da hat es angestoßen. Und zwar folgender Grund. Hier blitzt es ein wenig. Wenn ich jetzt diese Fläche betreten würde, dann würde Isaac ein bisschen Strom abkriegen. Ich weiß nicht, wie viel Volt oder Watt oder Ampere das sind. Aber es sieht nicht gesund aus. Ich will das jetzt auch nicht unbedingt testen, weil, ich habe mein Isaac ja lieb. Into the future. Was into the future? Was? Achso, sie führt uns in Richtung, Zukunft. So, was machen wir hier? Machen wir hier irgendwas? Eine Fledermaus. Isaac, der Marker muss zur Sockelkammer zurückgebracht werden. Benutze den Verlader, um ihn herzubringen und wieder auf den Sockel zu setzen. Bring zurück, was genommen wurde und mach uns wieder ganz. Ja, gut. Also ich würde mal sagen, Nicole, mach uns wieder ganz. Also ich denke mal nicht, dass sie Isaac und sich selbst meint. Ich denke mal, das ist der Wille zwischen dem Planeten und dem Marker oder so. Und meint dann halt, bring den Marker halt wieder zurück. So in der Richtung. Ja, und die Kurzform ist halt, mach uns wieder ganz halt, bring uns wieder zusammen, geht natürlich auch. Hier haben wir noch ein paar Betten, so wie das aussieht, und einen Shop.
Na, gucken wir doch einfach mal. Und da war anscheinend noch ein Objekt, ein Gegenstand, ein Item. Ja, da habe ich eigentlich schon so gut wie alles aufgelistet. Stahlmuni kann eigentlich auch weg. So wie immer halt. 4 Energieknoten haben wir noch. Da hatte ich ja gesagt, was machen wir denn da? Ich überlege mir das noch. Also ich denke, wie ich ja schon gespoilert hatte oder habe, war doch noch ein Objekt, oder? Ich hab's doch aufploppen gehört. Ach nee, das ist die... Nö, oder auch nicht. Okay, dann ist hier halt kein Objekt mehr. Bitte Licht. Licht? Bitte? Wär supi. Kein Licht. Gut, dann mache ich erstmal die Fledermäuse platt. So, das war's für die. Höchstwahrscheinlich ein bisschen Munition verschwendet. Macht jetzt aber nicht unbedingt was. Da haben wir eine Batterie. Das finde ich schon mal gut. Und da zuckt's noch ein wenig. Darf es auch gerne machen. So, sind wir mal hier die Batterie. Die Energiezelle, die, ja, die Energiezelle halt. Was haben wir hier? Kontrollraum. Achtung. Okay, empfindliche Anlagen. Okay, ja, Also ich denke mal nicht, dass die jetzt noch großartig funktionieren. Sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Da hinten leuchten zwei Objekte. Was haben wir hier? Plasma, immer sehr gut. Strahlen ist auch immer sehr... Naja, geht so. Hier spricht Sergeant Newman von der PSEC. Wir haben alle Shuttles verloren. Eins ist gerade gestartet, kam direkt wieder zurück und krachte in den Hangar. Es hat dabei ein paar hundert Leute getötet und alle verbliebenen Shuttles zerstört. Wenn jemand das hier hören kann, dann landen sie nicht hier. Nicht hier landen! Ja, das sagst du mir echt früh. Den Audiolog hier hinzupacken ist natürlich auch eine super Idee. Denn, ja, jetzt bin ich hier schon. Okay, nicht hier landen. Ja, und nun? Oh, Entschuldigung. Das wollte ich gar nicht. Ach, er wieder. Wow, Energie für dich. Da lief noch was. Jetzt nicht mehr. Es liegt es einfach nur noch. Streumunition 2 Stück. Das verstehe ich auch noch nicht so ganz mit den, Items, was ich von diesen Viechern kriege. Weil sonst war es immer halt irgendwas Wertvolles. Also jetzt keine Munition oder sowas. Sondern halt richtig was Wertvolles, so ein Halbleiter oder sowas. Aber irgendwie gibt es da jetzt anscheinend nichts mehr. Liegt vielleicht eventuell an dem Schwierigkeitsgrad. Da bin ich mir aber auch nicht so ganz sicher. Ich habe da nie wirklich drauf geachtet. Ja, und jetzt haben wir die Tür geöffnet. Also für mich ist das mehr ein Tor als eine Tür. Aber okay. Oder sie meinen diese Dinger hier. Was ich mir nicht unbedingt vorstellen kann. So, was müssen wir jetzt noch großartig machen? Wir müssen, zur Sockelstätte bringen. Den Marker. Da natürlich jetzt nicht reinlatschen. Dann bewegen wir den Marker mal so ein Stückchen vorwärts. So, muss erstmal reichen. Und haben wir jetzt alles mitgenommen. Können wir vielleicht nochmal den Shop besuchen? Ja, rein theoretisch. Mit dem Halbleiter können wir ja, nicht viel anfangen. Den können wir höchstens verkaufen. Dann könnten wir das eigentlich machen. Die Schreimmunition könnte ich dann auch nochmal loswerden. Und dann haben wir das Inventar nochmal ein bisschen aufgeräumt. Also großartig jetzt die Werkbank, die können wir jetzt nicht großartig benutzen. Da können wir höchstens, ja, keine Ahnung. Nichts Tolles mitmachen. So, die Plasmaenergie, die 8 Stück, die behalte ich mal. Und würde sagen... Ja, wir folgen jetzt einfach der Map, beziehungsweise der Aufgabe. Ja, Werkbank, da können wir nichts Großartiges machen. Gut. Würde ich sagen... Dann geht's weiter. Ist das eigentlich... Oh. Nicht reintreten? Ist das eigentlich egal, in was für eine Richtung? Ja, anscheinend. Dann nehme ich mal den linken Weg. Mal gucken, ob das irgendeinen Unterschied macht. Weil sonst bin ich immer rechts gelaufen. Mal gucken.
Dann laufen wir doch jetzt einfach mal links. Dann schließt sich hier das Türchen. Und da öffnet sich das hoffentlich. Also sollte eigentlich. Ja, nein. Ah. Oh. Ein bisschen angeditscht. So, jetzt können wir den noch ein bisschen rausbewegen. Und wir können rein. Ja, hier sieht es wunderschön aus. So, den können wir gerade nicht bewegen. Ich laufe jetzt hier aber ganz kurz nochmal durch und sammle alles ein, was man irgendwie einsammeln kann. Oder auch nicht. Unbekannte Bioformen im Sektor registriert. Sicherheitsdienst wurde informiert. Ja, ja, genau, der Sicherheitsdienst. Hier gibt es keinen Sicherheitsdienst. Okay, das kann natürlich der, ja, die Kolonie nicht wissen. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, beziehungsweise ich muss hier eigentlich ein bisschen aufpassen. Und zwar gibt es hier nämlich Kamikaze-Leute, also die Selbstzerstörungsviecher. Und ganz viele Monster. Da hören wir sie schon, ne? Die ersten. Und die sind ja schon... Wow, schnell erledigt. Hilfe! Also der Abschnitt gefällt mir gar nicht. Der ist richtig, richtig nervig. Besonders weil hier zig Monster sind. Boah, überall höre ich irgendwas. Ah, schickt mir noch mehr Monster entgegen. Entgegen natürlich. Uah. So, haben wir es denn bald? So, ein Baby höre ich noch. Guck mal hier. Stehen bleiben. Bleib stehen. So. Ja, die erste Welle haben wir schon mal hinter uns. Das finde ich ja schon mal ganz positiv. Nochmal alles einsammeln, was geht. Wollte ich ja sowieso eigentlich. Ja, Isaac, komm, ich halte dich mal ein bisschen. Gucken, ob ich noch irgendwas von den Monstern kriege. Aber ich bezweifle das jetzt einfach mal. Hier ist noch ein bisschen was. Immer noch Quarantäne. Also es ist definitiv noch nicht vorbei. Hier haben wir noch einen Halbleiter Rubin. Ja, das war's erstmal an sich. Was wir jetzt machen müssen, ist den Marker weiterschieben, und zwar bis dahin. Und dann kommen wir erst vorwärts. Das heißt, wir müssen den Marker jetzt die ganze Zeit mitschleppen. Macht ja auch irgendwo Sinn, denn unser Ziel ist halt, dass wir den Marker wieder dahin bringen, wo er ursprünglich war, beziehungsweise ausgebuddelt wurde. Und das befindet sich leider auf der anderen Seite des, Kraters. Oder des Lochs, wo man natürlich so ein Stückchen rausgezogen hat, ist ja ganz klar. Ja, das kann ich alles nachvollziehen. Bergbauarbeiten und sowas. Oder Abbauarbeiten. Bergbau jetzt nicht unbedingt. So, jetzt bleiben wir hier mal ganz kurz stehen. Und schauen mal, ob hier irgendwas auftaucht. Normalerweise nicht. Nein, sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Und dann diese Brücke hier hoch. So, bis zur Ecke. Passiert jetzt was? Nee, ja doch, da ist was. Zwei Schuss verwendet auch. So. Noch alles ruhig.
Da sammeln wir mal kurz die Strahlenmuni ein. Wie männlich? Zwei Babys? Okay, Quarantäne besteht immer noch. Okay. Alles ruhig. So. Da haben wir noch eine Katze. Jetzt nicht mehr. Ja, doch schon, aber es bewegt sich auf jeden Fall nicht mehr. Credits. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, deswegen bin ich nicht gerade geistreich, was meine Worte angeht. Weil ich will hier nicht unbedingt drauf gehen. Und haben es auch schon geschafft. Quarantäne ist vorbei. Und ja, jetzt haben wir erstmal wieder Stille. Nicht vollkommene Stille, auf jeden Fall Stille, was Monster und die Quarantäne-Sirene angeht. Gut. Gut. Was wir jetzt noch machen könnten, rein theoretisch, ist hier reinzugehen. Energieknoten haben wir ja eigentlich en masse. Also das, ja. Und jetzt großartig was zum Aufwerten haben wir jetzt auch nicht mehr. Außer wenn ich mir jetzt noch eine Waffe zulege, aber naja. Gut, dann haben wir jetzt da so allen möglichen Kleinkram eingesammelt. Jetzt nichts Spannendes, ein bisschen Strahlenmuni, aber das, ja, bringt mir an sich nichts. Weil ich ja die Waffe nicht benutzen werde. So, dann nochmal das gleiche Spiel. Tor zu, da auf. Und dann können wir nämlich zum nächsten Abschnitt. Oh, 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 oh. Ich glaube, das ist noch nicht gewesen. Ich glaube, da kommen noch so ein paar Quarantäne, beziehungsweise ein paar Abschnitte, was Monster angeht. Isaac, du bist fast da. Du musst die Energiezufuhr zur Brücke wiederherstellen, um den Marker zu bewegen. Sieh dich nach einer Kontrollstation am Ende der Wartungsröhre um. Okay, irgendeine Wartungsröhre hat sie gerade gemeint. Da sollen wir mal ein bisschen drauf achten. Ja komm, dein Tentakel. Ich kann nicht mal nachladen übrigens. Jetzt kann ich nachladen. So. Können wir nur noch die kleinen Viecher hier ausschalten. Au. Ich kann immer noch nicht nachladen. Also ich kann wieder nicht nachladen. Au. So, das war's. Und dann können wir hier erstmal wieder Medipacks einsammeln. Finde ich ja ganz praktisch. Hier haben es ein paar nicht gerafft, was die Funktionen, Funktionalitäten mit diesen Viechern hier so an sich hat und so, ne? Wisst ihr ja. Die Viecher, wenn man denen zu nahe kommt, dann, ja, reißen die einen auseinander mit ihrem Schrei, denke ich. Hier haben wir einen Shop, sehr gut. Können wir mal ein bisschen was verkaufen, beziehungsweise eigentlich mal ein bisschen Plasma-Energie kaufen, weil die brauchen wir jetzt en masse. Das heißt, die könnte ich eigentlich mal kaufen. Also richtig, richtig viele, nicht nur so zwei Stacks. Und, ja, da ist der Marker, den können wir eigentlich mal schon mal weiterschieben. So, das war's an sich. Jetzt fehlt nämlich noch Energie, weil hier fehlt Energie. Fehlfunktion der Brücke, ja, es wird leider nicht gesagt, was für eine Fehlfunktion. Ihh, da bewegt sich was. Ist ja mal eklig. Geh weg. Nein. Ich will diesen Tentakelarm. Da, jetzt still.
Hallo, ich will meine Ruhe hier. Auf der Kolonie. Also viel aufgebaut haben sie ja anscheinend nicht. Wir haben nur irgendwelche großen Tore, das war's an sich. Wow, so viele Minipacks brauche ich an sich gar nicht. Ne, wir lassen mal zwei. Halbleiter Rubin haben wir jetzt noch. Stasepack brauche ich nicht unbedingt. Achso, das Strahlmunition. Ich habe schon 100, hä? Wie, nur 6 Stück jeweils. So, jetzt hole ich mir ganz viel Plasma, würde ich sagen. Sagen wir mal bis 100.000 oder so. Wie gesagt, Leute, also ja, viel verschwenden kann ich nicht unbedingt, weil das letzte Kapitel. Und ja. Hier machen wir erstmal bis 50.000, oder? Ja, doch, kommen wir mal bis 50.000. Und dann haben wir auf jeden Fall genug Plasma. Würde ich sagen, also das ist, ne? So. Haben wir 30.000 verschwendet, nur für Plasma-Energie. Können wir mal ins Inventar gucken. Ja, das ist schon ganz gut. Also dann haben wir auf jeden Fall genug Muni. Finde ich ja schon ganz praktisch. Gut, hier gibt es an sich nichts Dolles. Ich könnte mal gucken, ob es hier irgendwas gibt. Da habe ich nie wirklich drauf geachtet. Ob es hier irgendwas zum Einsammeln gibt. Irgendwas wäre mal ganz cool. Also, wir haben ja auch schon bei den Monorails, also einmal, vielleicht war es auch nur Zufall. Einmal haben wir ja was gefunden bei dem Monorail-System, also da, wo die Monorail halt steht. Da hatte ich ja mal was gefunden. Aber das war jetzt auch nicht wirklich beeindruckend. Das ist klar, ich habe mich sowieso gewundert, warum es da überhaupt irgendwas gibt. Hätte ich nie mit gerechnet. Weil da guckt man ja normalerweise nicht. Und war aber auch nur so ein kleines Medipack. Das heißt jetzt auch nichts Spannendes. So, jetzt müssen wir da anscheinend rein. Wir können ja mal den Wegpunkt fragen. Und ja, wir müssen da rein. Sie meinte ja irgendwas mit einer Versorgungsröhre. Schwerelosigkeit. Genau, wir sind jetzt auch in der Schwerelosigkeit. Hier ist die Versorgungsröhre. Das sieht man jetzt noch nicht unbedingt, dass es eine Röhre sein soll. Oder ist. Ja, nicht sein soll. Es ist ja eine Röhre. Man sieht es aber nicht unbedingt, dass es eine ist. Man kann jetzt hier aber auch überall hinspringen. Also normalerweise. Wow, das hat mich gerade kurz erschreckt. Falls man mich nicht eben verstanden hat, das hat mich kurz erschreckt. Hier haben wir noch ein bisschen Mittel-Medipack, ein bisschen Prise-Mittel-Medipack. Eine Prise-Medipack. Jetzt habe ich einen Witz verhauen, den ich mir fast geplappert habe. Ach, jetzt kommen nur noch die schwarzen Exemplare. Na. So, guck mal her. Nee, nicht du. Nein, nicht du. Du. Genau. Ich wollte eigentlich das Baby haben, aber wenn er mir gleich schon die Credits gibt, ist ja ganz cool. Hier liegen überall Körperteile. Was kann das bloß bedeuten? Dass es hier sicher ist. Auf jeden Fall. Also hier gibt es keine Gefahren oder sowas. Nein, nein. Hier gibt es auch keine großen, schnetzelnden Ventilatoren. Nein, nein, die sind alle auseinandergeflogen, weil, hatten sie gerade Bock zu. Die Körperteile, die normalerweise einen Körper bilden. Das haben so Körperteile an sich. Und einmal hier ganz runter. So, und befinden uns in einem runden Raum mit zwei Kisten. Wo Munition sich drin befindet, habe ich da gerade... Nee, da habe ich mich gerade verguckt. Ich dachte, ich habe da jetzt, wie hieß sie denn? Die Impulsmunition da eingesammelt, Impulsgewehrmunition.